Aus dem FF, die Frauenfußball-Talkrunde. Immer montags, Diskussionen und Analysen, kompetent und sachlich. Zu den Spieltagen der Google Pixel Frauenbundesliga, der Women's Champions League, der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Wir freuen uns. Eine neue Ausgabe aus dem FF, Frauen, Fußball, Leidenschaft. Ja, was Leidenschaft bedeutet, das haben wir am Sonntag gesehen. Da hat es jemand sehr übertrieben, aus Emotionen heraus, sagt er. Der Verbandschef aus Spanien, Rubiala, hat sich genötigt gefühlt, die Spielführerin Hermoso zu küssen. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe dazu ausgiebig Stellung genommen, habe auch was in Facebook ganz klar veröffentlicht. Ich verurteile diese Art und Weise, der Zwangsweise küssen zu müssen, jemanden küssen zu müssen. Für mich ist das Machtmissbrauch, zumal er auch noch beide Hände um ihren Kopf hat und damit die Richtung bestimmt, da wo sie hinküssen muss, also auch den Mund. Das ist sexueller Übergriff, der gehört sich nicht. Das kann man vielleicht unter bekannten Freunden vielleicht noch machen. Selbst da ist es fragwürdig. Aber ein Verbandschef auf öffentlicher Bühne hat das nicht zu tun. Ich meine, dass hier ein Rücktritt erforderlich ist. Er hat sich zwar entschuldigt, es gibt auch eine Stellungnahme vom Verband im Namen von Hermoso, aber bitte, wenn der Verband im Namen von einer Spielerin was veröffentlicht, dann haben da Anwälte natürlich drauf geguckt, die haben das genau formuliert, dass da nichts passieren kann. Also das Ganze sind getrickste Sachen, gehört sich nicht und das rundet eigentlich das ganze Schmierentheater um diesen Kuss, also diesen Kuss quasi, nur das noch ab. Also es ist zu verurteilen und ich denke mal, wir stehen da nicht hinter. Wir werden jetzt überleiten auf das Sportliche. Und da sagen wir einfach herzlichen Glückwunsch nach Spanien. Ihr habt den Titel geholt. Ich sage jetzt auch verdient. Andreas, könntest du mir dabei pflichten? Ja, absolut. Also man sieht ja, wo mein Fußballerherz geschlagen hat. Und ganz klar, ich hätte mir einen anderen Ausgang gewünscht, aber ihr kennt mich, ich bin sportlich fair und sage, an diesem Tag die bessere Mannschaft das Finale gewonnen. Und deswegen ist Spanien zu Recht Weltmeister geworden, weil sie in diesem Spiel besser waren. Und auch von mir herzlichen Glückwunsch nach Spanien. Die Engländerinnen dürfen dennoch stolz sein. Und wie Mary Earps heute in ihren Social-Media-Kanälen geschrieben hat, wenn man in ein paar Tagen, in ein paar Wochen auf das Turnier zurückblicken, werden wir einfach nur unendlich stolz auf das sein, was wir erreicht haben. Und ich glaube, das rundet es ab. Glückwunsch nach Spanien. Ja, ich denke mal, alle können stolz sein. 32 Mannschaften, die da vor Ort waren, haben große Werbung für den Frauenfußball gemacht. Egal, ob sie aus der Vorrunde ausgeschieden sind, ob sie mehr Spiele verloren haben als gewonnen. Große Werbung. Alex, als Trainer, was war besser an Spanien gegen England? Was war besser in Spanien? Man muss sagen, also das Ballbesitzspiel war besser war, ja, bei den Spaniern wie bei den Engländern. Ja. Und was ja jetzt auch nicht völlig überraschend kam. Ja, Sie haben 62% Ballbesitz gehabt im Spiel. Ich habe da mal nachgeguckt bei FIFA Plus. Das waren ungefähr 62%, das sagt schon was aus. Torschussverhältnis, ich meine, die Lauren Hemm hatte noch den Lattenschuss, der hätte es natürlich auch 1-0 stehen können. Wie siehst das du diese Entwicklung? Hm? Ich sage jetzt mal, nach der ersten Viertelstunde, da waren ja die Engländerinnen ja eher am Drücker. Ja?
Und eben mit Lauren Hemp und dem Lattenknaller, wenn da das 1-0 fällt, kann das Spiel natürlich in eine ganz eine andere Richtung gehen. Aber genau nach dem Lattenknaller ging es ja eigentlich in die Richtung der Spanierinnen, ja, die eigentlich von da an dann das Spiel dominiert haben oder bestimmt haben. Ja, und dann auch folgerichtig mit 1-0 in Führung ging, ja, weil vor allem über die linke Seite, ja, haben halt Also, extrem gut gemacht, ich ja. habe mir, ich will jetzt mal Charlotte dazu nehmen. Du hast ja Nia Künzer verabschiedet und warst ja im Studio. Nicht Wie bei habt ihr dem das? Spiel. Ja, um dritten und vierten Platz, ne, wart ihr im Ja. Studio. Okay, aber wie hast du das Endspiel gesehen? Ja, mein Herz, so vorher wusste ich irgendwie nicht, in welche Richtung es schlagen sollte, weil ob England oder Spanien, irgendwo habe ich den Spanierinnen ein bisschen gewünscht im Vorfeld. Ein bisschen vielleicht auch so als Revanche für das Spiel gegen England während der EM letztes Jahr. Aber wie der Alex schon sagte, nach dem Lattenschuss, nach der ersten Viertelstunde hat sich das Spiel eigentlich gedreht zugunsten der Spanierinnen. Die waren fokussierter, die waren zweikampfstärker und das 1-0 war einfach super gespielt, super gesehen, rübergelegt und ja, vielleicht auch dann noch das Glück gehabt, dass der Tor auch noch reinging. Und danach haben die eigentlich das Spiel komplett bestimmt. Da war von England in meinen Augen nicht mehr viel zu sehen gewesen. Ja, Also zumindest keine klaren Aktionen mehr. Aktion. Sicherlich hier und da mal eine Chance zum Ja. Einnetzen, aber so der letzte Abschluss hat halt gefehlt, ne? Genau, es war nicht mehr so richtig zwingende Chancen gewesen und Michael, was sagst du denn zu dem Endspiel in dem Ausgang? Wie hast du das 1-0 zum Beispiel gesehen? ich denke, Die es Entstehung. war ein schöner Angriff. Ich sehe es genauso, dass dieses Tor dann die Wende gebracht hat im Spiel, weil Spanien dann seinen Fußball spielen konnte. Ne? Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hätte, wenn sie im Rückstand sind. Dann müssen sie ein bisschen anders spielen. Dann hätte England sich zurückgezogen, vielleicht, und auf schnelle Konter gesetzt. Die spanische Defensive war ja sonst eigentlich nicht so sattelfest, aber in dem Spiel hatten sie die Engländerinnen im Griff. Und ich war vor allem überrascht in der Schlussphase, dass da so wenig von England kam. Aber ist natürlich immer auch die Frage, wie viel hat Spanien zugelassen? Ne? Vielleicht war es ein kleines Kraftproblem dann bei England auch am Schluss. Ich denke, da kam ein bisschen zu wenig. So das letzte Zwingende, das letzte, ja, das Erzwingen des Ausgleichstores, das hat mir gefehlt. Ich hatte ja von der Sarina Wiegmann sehr, sehr viel. Für mich vielleicht die beste Trainerin der Welt. Auf jeden Fall eine der besten Trainerinnen. Ob es richtig war, die Barbarossa rauszunehmen, die immer für ein Tor gut war während dieser WM und dafür Lauren James zu bringen. Lauren James hat für mich kein gutes Spiel gemacht, hatte kaum eine Aktion. Mich stören noch so ein bisschen ein paar Dinge an ihr, wie Körpersprache und abfällige Handbewegungen bei nicht erfolgten Abspielen von Mitspielerinnen. Insofern, also England ist mit ihr sicherlich nicht besser geworden. Und vielleicht hätte die Russo drinbleiben sollen. Vielleicht Ja. ein Wort zur Torschützin. Ich habe da mit großer Betroffenheit gestern Abend gelesen, dass sie nach dem Spiel dann erfahren hat, dass ihr Vater gestorben ist. Brutal. Also am schönsten Tag deines Lebens. Du machst das Tor, wirst Weltmeisterin und bekommst dann die Nachricht, dass der Vater gestorben ist. Also da wünsche ich ihr ganz viel Kraft, um mit diesen Emotionen, mit diesen starken Emotionen in beide Richtungen klarzukommen. Ja, dieser Wechsel von Emotionen, ne? Ja, Andreas? Ja, zum Spiel selber würde ich auch gerne noch was sagen. Also mir war von vornherein klar, dass es ein unendlicher Vorteil ist für die Mannschaft, die in Führung geht. Und ich denke auch, wäre dieser Lattentreffer von Lauren Hemp drin gewesen, hätte man ein ganz anderes Spiel gesehen. Aber so läuft es Spanien extrem rein. Sie können mit der Führung im Rücken und dem Ballbesitzfußball, es ist unglaublich schwierig gegen Spanien
anzugehen oder erfolgreich zu sein. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Und Serena Wiegmann hat in der Halbzeit, ich nenne es mal, ihren Pep Guardiola-Moment gehabt. Na, so in einem besonderen Spiel was ganz Besonderes probieren. Und das ist eben nicht aufgegangen. Ich denke schon, dass ihre Überlegung war, ich muss in der Halbzeit was ändern, wir sind überhaupt nicht im Spiel drin und ich muss was machen, womit Spanien gar nicht rechnet, um die zu überraschen. Für mich war es die falsche Entscheidung und es hat sich ja auch eben nicht ausgezahlt. Wenn ich eine Alessia Russo runternehme als Mittelstürmerin, dann muss Rachel Daly Mittelstürmerin spielen, die in der WSL Torschützenkönigin war. Wenn ich aber gleichzeitig auch Rachel Daly runternehme, dann muss ich Beth England bringen als Mittelstürmerin, die einzige Mittelstürmerin, die noch im Kader ist. Eine zweite Halbzeit gegen Spanien mit Rückstand anzugehen und versuchen auszugehen ohne Mittelstürmerin, das kann nicht gut gehen. Also da kann nur die Überlegung gewesen sein, ich mache was ganz Überraschendes. Und das hat sich absolut nicht verfangen. Ich meine, es war eine Phase in der zweiten Halbzeit, da habe ich mal eine Statistik gesehen, England hat jetzt 53% Ballbesitz, das ist gegen Spanien extrem viel, aber es ist nichts richtig dabei rumgekommen. Also so die zwingende Torschance, der muss jetzt oder jetzt muss er da ausdenken, das war eigentlich nie da. Sie haben es natürlich versucht, sie haben alles gegeben, aber Spanien hat es auch sehr gut verwaltet. Und ja, am Ende, wer nichts riskiert, kann nicht gewinnen. Und in dem Fall hat Serena Wiegmann viel riskiert und es hat sich eben nicht verfangen. Das wollte ich noch so mitgeben. Ja, natürlich. Es gab in meinen Augen noch mal so ein kleines Aufbäumen nach dem gehaltenen Elfmeter von Earps. Das war noch meine Die hat dann noch mal so ein bisschen die Mannschaft versucht zu pushen. Wobei auch da, was mir da wieder negativ aufgefallen ist, diese Arroganz, die sie da zutage gelegt hat, wieder dann die Zunge so rauszustrecken, so nach dem Motto, jetzt habe ich... Den habe ich gehalten. So, also das ist so was ich jetzt persönlich nicht gut fand. Sie hatten gut gehalten. Das ist die eine Sache. Sie hat auch sicherlich verdient den goldenen Handschuh gekriegt. Sie hat durchweg eine gute WM gespielt. Aber diese Arroganzanfälle, die soll sie ab und zu mal einfach lassen. Ja, also gegenüber auch Mitspielerinnen. Also ich weiß es auch, dass von unseren Österreicherinnen, wie die letztes Jahr gegen die gespielt haben in der WM-Quali. Die haben auch gesagt, die tritt auch gegenüber Gegenspielerin sehr, sehr arrogant auf. Und das finde ich einfach nicht gut. Aber das ist jetzt nochmal meine persönliche Meinung. Gut, wenn du schon beim Elfmeter bist, dass sie vorher reklamiert hat, permanent, dass der Ball falsch liegt, war das taktisch klug? Überlegt, den Gegner zu verunsichern, oder war das auch so Überheblichkeit, Arroganz? Wie würdet ihr das einschätzen? Alex, ich komme gleich zu dir wegen einer anderen Geschichte. Ja. Okay. Das war eine Feldspielerin, ne, die da immer wieder hingegangen. Bronze. Ach, Bronze hat das gemacht, genau, stimmt. Entschuldigung. Ja. Die ist aber da egal, umgewedelt um die. An Bronze. Ist unfair, gelbe Karte. Ja. Hat aber die Schiedsrichterin nicht groß drauf reagiert, ne? Nee. Und wo sie den Ball hat zurücklegen lassen, hat Bronze dann auch noch nicht mal den Ball zurückgelegt, sondern liegen lassen, ne? Weil die. Ja, gut, okay. Dann die Entstehung zum 1:0, das wollte ich mit Alex kurz besprechen. Da kriegt die Lucy Bronze den Ball in der eigenen Hälfte ziemlich tief und läuft nach vorne. Und dann macht sie die Kurve nach innen rein. Ja. Als die Kurve nach innen rein gemacht hat, habe ich zu mir schon gesagt, wenn sie jetzt den Ball verliert, dann gibt es einen Konter. Warum geht die da in die Mitte rein und lässt sich da von 3, 4 Gegenspielern abfangen? Als erfahrene Verteidigerin. Was ist. Ich denke mal, das sind besondere Spiele unter besonderen Bedingungen. Und da passieren halt mal Dinge, die nicht rational sind. Ja, und genau in dem Moment war es halt die komplett falsche Entscheidung. Komplett. Ja? Also, wie gesagt, ich habe am TV gesessen, ich habe einen ziemlich großen, auf einmal läuft die los. Gut, die hat einen Ball gewinnen, die geht noch will nach vorne, aber dann, wie so ein Flieger, macht sie den Abbieger
und geht da in Richtung Mittelkreis. Da können ja nur Gegenspielerinnen warten auf sie und den Ballerpass. Andreas, du stehst mir bei. Ja, absolut. Ein klarer Fehler von Lucy Barnes. Und vor allem, sie verliert den Ball im Mittelfeld und setzt nicht nach, sondern sie macht so und bleibt stehen, wenn man das, die Szene sich genau anschaut. Also zum einen war sie hinten nicht abgesichert, also das war sicher kein Spielzug, der abgesprochen war, sonst wäre ja eine andere hinten reingerückt. Und zum Ja. anderen bleibt sie stehen und setzt nicht nach. Und damit war ihre ganze Seite offen und das haben die Spanierinnen super ausgenutzt, über diese Seite dann zum Torerfolg gekommen. Also klarer Fehler, aber das jetzt dieses Tor oder diese Niederlage an einer Spielerin festmachen möchte ich auch nicht. Also Nein, das brauchst du ja nicht, aber ist ein entscheidender Fehler ja, gewesen. natürlich, Das hat er. Endergebnis lautet 1:0. Ja. Ja, also sie hat zwei Fehler da gemacht. Erstens, da in die Mitte reinzuziehen, was wie gesagt kein abgesprochener Spielzug gewesen sein kann, sonst wäre sie hinten abgesichert und dann stehen bleiben und nicht nachsetzen. Wahrscheinlich hätte sie den. Die Spannerin nicht mehr eingeholt, aber sie hätte vielleicht in die Mitte nachrücken können oder was auch immer. Also, es war ein klarer Fehler. Ja, müssen wir einfach so deutlich ansprechen, weil das war das im Spiel entscheidende Tor. Ne? Gut, sonst noch irgendwas? Der Elfmeter, das würde ich auch noch ansprechen und in den Runde reinschmeißen. War der Elfmeter ein Elfmeter? Hand? Kann man das pfeifen? Darf man das pfeifen? Einfach mal jeder, Michael vielleicht als Erster. Es wird gepfiffen mittlerweile. Der Ball geht irgendwie zur Hand. Trotzdem finde ich, es ist in der Bewegung. Aber ja, schwierig. Es gibt immer wieder Kommentare von Trainern, von Kollegen, von Spielern, Spielerinnen. Das ist nicht klar geregelt. Das ist schwierig. Man gibt so einen Elfmeter wahrscheinlich mittlerweile. Charlotte? Ja, sehe ich genauso. Es war schwierig. Also ich finde, man hat es ja auch erst in den Zeitlupen gesehen. So auf den ersten Blick hast du es ja gar nicht gesehen, ja. Und von daher, also ich sage jetzt mal, bei einem normalen Spiel ohne VAR hätte es wahrscheinlich keinen Elfmeter gegeben, sagen wir es mal so. Ja, Also da hat okay. jetzt der VAR dafür gesorgt, sage ich jetzt mal, dass es zu einem Elfmeter kam. Andreas? Also für mich ist es kein Elfmeter. Das war auch der erste Eindruck von der Schiedsrichterin. Wenn ich dann natürlich an den Monitor gehe und mir 10-mal die Zeitlupe anschaue, mit Standbild und allem, dann ist eindeutig, der Ball geht an die Hand. Und dann sehe ich die Spielsituation nicht mehr, sondern sehe in Zeitlupe oder sehe im Standbild, wie der Ball an der Hand ist. Und dann muss ich Elfmeter pfeifen, ist klar. Aber da würde ich mir, das habe ich in einer unserer vergangenen Diskussionsrunden schon mal gesagt, würde ich mir wünschen, dass die Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, auch mal zu ihren Entscheidungen stehen und nicht dem VAR dann immer folgen. Sie kann ja, der VAR sagt, guck es dir nochmal an, dann guckt sie es noch einmal an und sagt, nein, ich bleib dabei. Und nicht, ich gucke es mir noch 10-mal an und sage, ja, doch, jetzt in der 10. Zeitlupe sehe ich beim Standbild, der Ball ist ja an der Hand, also muss ich doch, Quatsch, dann dauert es 10 Minuten Spielunterbrechung. Das finde ich sowieso nicht gut. Also sie hat den ersten Eindruck gehabt, kein Elfmeter. Der VAR sagt, guck dir das an. Sie guckt sich es einmal an, sagt, nein, kein Elfmeter, weiterspielen. Wäre es richtig gewesen. Aber zu dem Elfmeter noch, ich dachte eigentlich, der muss wiederholt werden, weil Ja, ich das wäre das Nächste. Das wäre hatte das den Nächste. Eindruck, dass Mary Earps nicht mit einem Fuß noch auf der Linie stand bei der Ausführung. Also ich dachte, solche Elfmeter sind auch schon wiederholt worden und Es ja, gibt aber ein Bild. Es gibt ein Bild, wo sie bevor oder in dem Zeitpunkt, wo die Torschützin den Ball trifft, da hat sie das eine Bein schon vorne. Ist sie schon mit einem Schritt raus. Also bedeutet das Wiederholung. Da wäre der VAR natürlich wieder gefragt gewesen und da ist er nicht eingeschritten. Das war natürlich ein Schwachpunkt. Nein, da gibt es ein Bild, wo man eindeutig erkennen kann, dass es wiederholbar oder eine Wiederholung hätte geben müssen. Alex, von dir aus, Elfmeter, ja, nein. Ja, ist ein Elfmeter. Okay, Begründung. Nach VAR. Ja, man muss ja so sagen, dass alles, was mit dem Handspiel zu tun hat und Elfmetern dazu, ist ja so schwammig, ja, in der Regel, in den Regeln. Ja, dass es im Grunde ja immer an der Schiedsrichterin selber liegt, wie sie es interpretiert. Ja. Dass natürlich das Handspiel auf den ersten Blick nicht zu erkennen war,
ist okay, aber dank des VAR war es zu erkennen, ist in der Situation ist ein Elfmeter. Ja, zumal sie den Ball ablenkt, ne? Mit dem, sie Richtig, gibt ja. ihm eine andere Richtung, ne? Ich weiß, das ist eine blöde Entscheidung, das mit der Hand, mit der Absicht, nicht Absicht, nicht Absicht gibt es ja schon gar nicht mehr, sondern dass du das Ding ja nur, den Ball ja nur an der Hand kriegen musst, wenn du die Körperfläche verbreiterst. Richtig, ja. Ja, aber was wollen wir jetzt machen? Das haben wir einen VAR schon, der da einschreiten darf. Der das dann auch erkennt in mehrfachen Wiederholungen. Keine Ahnung, was wir dann noch besser machen können. Die Regel schon wieder ändern, das auch, wäre auch blöd, ne? Oder wenn wir jetzt Ja, schon wieder die Regel ändern. wenn, dann wird ja die Regel nur noch komplizierter gemacht. Ja, genau. Ja, das ist ja, wird ja von Jahr zu Jahr nur komplizierter, noch schwammiger. Ja. Ja, also der Elfmeter, das war für mich auch so ein Punkt, den ich ganz gerne besprochen, weil es gab dann nämlich jetzt die zwei Sachen. Einmal war es überhaupt Elfmeter, war das zu erkennen. Schiedsrichterin natürlich nein, klar, das war am Handgelenk mehr oder weniger. Diese Ballberührung wirst du nicht erkennen in Originalgeschwindigkeit. Aber dann, wenn sich der VAR schon da entsprechend einschaltet, dann muss er auch bei der Ausführung genau hinschauen. Und dann hätte er sehen müssen, dass die Torhüterin einfach den Schritt rausmacht, bevor die Schützin den Ball trifft. Ne? Zumindest etwas checken müssen. Das hat er ja auch nicht gemacht. Also das sind Es zwei Punkte. hätte auch eigentlich die Schiedsrichterin sehen müssen, die ja auch entsprechend steht. Ja, vor allen Dingen, die weisen ja immer Also, darauf hin. Die mh, verbringen ja ja. 5 Minuten, um die Torhüterin zu erklären, du darfst da nicht, du musst auf der Linie stehen und bla bla bla. Und dann nimmt mal jemand den Fuß nach vorne, also regelwidrig, dann sehen sie es nicht. Ne? Oder wollen sie es nicht sehen, ich weiß, keine Ahnung. Gut, sonst noch zu dem Spiel irgendwas. Ne? Gibt es noch eine Situation? Ja, mit der Lauren James, das haben wir schon mitgekriegt, hast du ja schon gesagt, Michael, da gab es eine Situation, wo sie den Ball nicht bekommen hat, wo sie dann so komisch abgewunken hat zu der Chloe Kelly, meine ich, wäre das gewesen. Fand ich auch etwas nicht so passend, zumal sie ja nun das Glück hatte, nach der roten Karte sofort wieder spielen. Oder siehst du das anders, Andreas? Meine, Absolut. Ich bin ja, absolut. das war nicht schön. Ich habe ja in unserem vorletzten Talk schon gesagt, dass ich sie für menschlich noch nicht reif halte und ja, dass sie sich charakterlich noch entwickeln muss. Ganz Ja, sie vorsichtig. muss das unbedingt. Also da muss die Wiegmann also mit der noch mal sprechen. Und ich meine, Auch die ihre rote Karte Vereinsmeinung. hätte eigentlich schon Erziehung bringen müssen. Ne? Oder siehst du das anders, Charlotte? Nein, nein, absolut nicht. Aber das muss jetzt nicht nur die in der Nazio. Ich weiß halt nicht, wie sie in der Liga sich verhält, in der Mannschaft. Und das ist auch eine Sache, wo sie im Verein auch lernen muss, sage ich jetzt mal. Ja. Das kann sie jetzt nicht in den paar Tagen, sage ich jetzt mal, die unterm Jahr normalerweise mit der Nationalmannschaft zusammen ist. Das muss auch an anderer Stelle ihr beigebracht werden, wenn sie Gut, das da muss auch die Wiegmann. tut. Und ich denke mal, das wird sie auch tun, weil das machst du ja nicht nur, wenn du da spielst und im Verein machst du es nicht und umgekehrt nicht. Ja? Also wird sie sicherlich solche Situationen auch im Verein haben und da muss ihr halt mal klare Kante gesagt werden und dann muss es lernen. Ich meine, entweder lernt es oder sie wird es. Gibt auch Spielerinnen, die ihr ganzes Spielerleben nicht lernen, gewisse Dinge zu lassen. Ja gut, das werden Aber sich gestandene Spielerinnen auch nicht immer gefallen lassen. Ne? Muss man auch ganz klar sehen. ja. Ja, es war spannend. Darf ich noch was Spanien, dazu sagen? bitte? Darf ich noch was zum Alexe. Thema Ja, natürlich, sagen? klar. Man muss ja sagen, sie wurde nach der Gruppenphase ja sehr hoch gehypt. Ja. Auch von ihrem Bruder Reece James, der in die Öffentlichkeit trat und sagt, medial, sie ist ja technisch besser wie manche männliche Premier League-Spieler oder viele männliche Premier League-Spieler. Ja, und ihr natürlich, sie wurde dermaßen gehypt, ja, und dann kommt man natürlich
in die K.O.-Runde, ja, und dann läuft es auf einmal in diesem Spiel nicht so, ja, wie es eben in der Vorrunde gelaufen ist. Dann kommt eine Frustration auf und aufgrund dessen wird auch das Frustrationsfoul, ist es ja auch entstanden, ja, weil sie einfach mit der neuen Situation nicht mehr klarkam. Ja, in der Vorrunde ist alles gelaufen, auf einmal läuft in dem Spiel gar nichts mehr. Und ich sage mal, man muss der Spielerin auch das mal zugestehen. Ja, solche Aussetzer gibt es. Ja, wie es natürlich, also ich fand es hervorragend von Serena Wiegmann, dass sie sie nicht in die Startelf genommen hat. Ja. Was wahrscheinlich aber Lauren James schon erwartet hat. Ja. Nach der Vorrunde, wenn sie wieder zurück ist, dass sie wieder in der Startelf zurück ist. Und ich glaube, da war sie auch wieder enttäuscht. Und das ist ein persönlicher Entwicklungsprozess einer Spielerin, ja, durch die sie durch muss. Und das hat, wie gesagt, auch nicht Serena Wiegmann zu tun, sondern ihr Vereinstrainer, ihre Vereinstrainerin, ja, die mit ihr tagtäglich arbeitet. Ja, Ja. es war nur für mich, es ist entstanden jetzt medial und sichtbar bei der WM. Also kann Serena Wiegmann sicherlich darauf einwirken und natürlich auch kurzen Call zum Verein, Vereinstrainer, Cheftrainer. Hört mal zu, da müssen wir irgendwie dran arbeiten. Ne? Gut. Michael, du hast es angesprochen, das war eine unschöne Situation, haben wir drüber gesprochen. Gibt es noch irgendwas vom Spiel selber jetzt? Nein. Spiel So, jetzt selbst. haben wir die Feier wird groß der Sieger gekürt. Jeder kriegt seine Goldmedaille umgehängt und dann kommt es zu einer Geschichte mit dem Kuss. Da haben wir ja drüber gesprochen. Das kann jeder nachlesen im Internet, beziehungsweise in der Facebook-Gruppe. Da werden wir dann nicht mehr weiter drauf eingehen. Kommen wir zum Spiel um Platz 3 und 4 mit Schweden. Habt ihr da was zu sagen? Ja, ich kann ja mal anfangen. Ja. Ich glaube, Schweden ist dann letztlich zu Recht Dritter geworden. Bei Australien war die Luft und die Kraft wahrscheinlich ein bisschen raus. Die haben nochmal alles versucht für ihr Land, für diese große Begeisterung, die sie ausgelöst haben. Ich war ja völlig, völlig perplex, als ich gelesen habe, dass das die meistgesehenste Fernsehsendung in der australischen Geschichte war, das Halbfinale. Tolle, tolle Geschichte, was die da erreicht haben. Sam Kerrs Tor da wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Deswegen war ich schon für Australien im Spiel um Platz 3, muss ich ehrlich zugeben. Aber Schweden hat so ein tolles Turnier gespielt. Sie haben es dann letztlich auch verdient. Von daher, ja, sie schaffen nie den ganz großen Wurf. Sie waren jetzt viele Male Dritter, waren zweimal im Olympiafinale, haben es verloren. Mindestens zweimal. Ich weiß nicht, ob es noch öfter war. Auf jeden Fall, ja, fehlt da der ganz große Wurf, aber tolle Mannschaft und Australien hat da auch kein Mittel gefunden, da durchzukommen. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch über die Ehrung der Spielerinnen sprechen. Da wollte ich der Charlotte ausnahmsweise mal widersprechen. Für mich war die Musovic die beste Torhüterin. Die Earps gehörte sicherlich dazu, aber die Schwedin war für mich die bessere. Aber vielleicht kommen wir ja darauf noch. Ja, gut. Okay. Andreas, zum Spiel um Platz 3. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, Aus also. Australien getragen von 85.000 Zuschauern. Ja, also ganz ehrlich, ich hätte es beiden gegönnt. Ich konnte mich da vorher nicht entscheiden, wem ich jetzt mehr gönne. Und die Schwedinnen haben es. Ja, vom Spielverlauf her haben die es verdient. Sie waren in dem Spiel einfach die Besseren, haben es gut gemacht und sie haben wirklich auch ein tolles Turnier gespielt. Und wenn man jetzt sieht, wieder WM-Dritter, bei der EM waren sie im Viertelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, ja, weiß, und Olympia im Finale im Elfmeterschießen. Also sie stehen auf den wenigsten Zetteln so vor einem Turnier immer als Top-Favorit drauf und spielen sich dann immer ganz weit.
Und das auch, obwohl die eigene Liga ja in Europa nicht mehr konkurrenzfähig ist, sondern die Spielerinnen sind ja überall verteilt in Europa und sie bringen immer wieder neue Talente raus, die dann von den Top-Vereinen weggekauft werden. Also Kompliment an Schweden und ich gönne es denen richtig. Und den Australiern kann man auch nur gratulieren zu dem tollen Turnier. Ja, wie ich glaube, Sam Kerr hat es gesagt, wir haben bewiesen, dass Fußball ein Nationalsport in Australien ist. Und das ist doch toll. Und ich denke, das wird einen Riesenboom in Australien auch auslösen. Auch da spielen ja die Top-Spielerinnen alle in Übersee im Ausland. Und ja, klasse, wie sie es hingekriegt haben. Und also zwei sympathisch aufgetretene Mannschaften, denen die man von Herzen gönnt, dass sie im Halbfinale waren. Charlotte, Ja, Sam. ich hatte vorm Spiel gesagt, naja, vielleicht reißt mal die Serie bei Schweden, weil sie immer Dritter geworden sind, weil sie es immer geschafft haben oder und so wie 2019 die Serie gegen uns gerissen ist, also Vorteil für Schweden, Nachteil für uns, habe ich dann, naja, vielleicht getragen durch die vielen Zuschauer, dass es da Australien einfach schafft und Dritter wird, aber man hat der Mannschaft einfach angemerkt, die ist alle, die ist müde. Und ich glaube, da kam dann halt vielleicht doch zum Tragen auch, dass Gustafsson zu wenig gewechselt hat, also über das Turnier gesehen, immer wieder dieselben gespielt haben. Und das ist ihm ja schon vorgeworfen worden nach dem Spiel gegen England, dass die Mannschaft da auch müde war. Und das hat sich dann vielleicht in dem Spiel am Samstag fortgesetzt, auch ein Stück weit. Und Alex, Sam, Entschuldigung, Charlotte. ja, Alex, nee. Sam Kerr, Ja. von Beginn an spielte die große, große Hoffnung, alles Ja. zugeschnitten auf Sam Kerr, aus Sicht Australien, auch ein einfaches Spiel vielleicht von Schweden, Sam Kerr kaltzustellen. Und dann hast du quasi 50% deines Erfolges. Es ist wirklich, es ist oft oder meistens so, ja, wenn man davor ohne den Superstar, vor allem wenn er im Sturmzentrum spielt, ja, oder ohne den Superstar, ist man nicht so leicht ausrechenbar, wie wenn der Superstar dann auch mal zurückkehrt. Ja. Ja, und spielt, ja, weil natürlich das Spiel ja dann auf diese Spielerin ja auch zugeschnitten wird. Ja. Das war mein Reden, ja. Ja, das ist genau der Punkt. Dadurch wird man natürlich auch wieder außenrechenbarer, als man zuvor war. Ja. Aber insgesamt haben es die Schweden sehr gut gemacht. Sie haben ja, die Australier einfach nicht so ins Spiel kommen lassen, wie es vorher war, und Ja. haben verdient gewonnen, oder, Andreas? Ja, sage ich ja. Die haben es richtig gut gemacht und waren in dem Spiel eben die Besseren, ja. Ja. Noch jemand? Michael? Ja, also wie gesagt, Aslani hat mir sehr gut gefallen. Ja, Im genau. ganzen Turnier hat mir Dielestedt gefallen und Blackstenius. Da sind schon tolle Spielerinnen dabei. Und ich glaube, die deutsche Mannschaft hat es in dem einen Testspiel gemerkt. Vor der WM kaum Stich gesehen, wenig nach vorne durchgebracht. Die sind schon schlecht zu spielen oder schwer zu spielen. Und nee, ich bin durchaus ein Fan von Schweden. Ich habe es auch 2011 in Sinsheim gesehen, Spiel um Platz 3, wo sie Dritter geworden sind mit Lotta Schelin. Seitdem mag ich sie eigentlich und nee, alles gut, dritter Platz. Aslani ist mir eigentlich auch noch nie so richtig aufgefallen bei Schweden. Also die hat ja wirklich stark gespielt. Ist ja auch, hat eine gute Übersicht, trickreich. Charlotte, ist das Ja, Aslani? absolut. Ja, also das ist auch sonst so eine Spielerin, die oft auch so ein bisschen untergegangen ist. Also immer ein Ja, bisschen ja, ja. gehypt wurde vorher Ja, im ja, Vorfeld, ja. und dann eigentlich nicht so die Leistung gebracht hat in den Turnieren, wie sie hätte können. Und das hat sie jetzt insbesondere am Samstag, glaube ich, gezeigt, ja. Und was ich insgesamt ein bisschen schade fand, dass man nach dem 2-0 kurz vor Spielende nicht nochmal Caroline Seger irgendwie eingewechselt hat, weil ich denke, für die ist jetzt Schluss.
so als Dankeschön irgendwie noch, dass er doch noch mal, weil ich glaube, die hat in der ganzen Turnier überhaupt nicht gespielt. Also so als Aber kleines Dankeschön. doch, ich meine, sie wäre mal eingewechselt worden, aber ich weiß, es ist das Spiel in der Gruppenphase manifest gewesen. Ja, Okay. gut. Okay, wie auch immer. Ne? Es wäre ein Zeichen Ja. gewesen, Platz 3 dann nochmal eine verdiente Spielerin mit auf zu bringen. Jetzt wolltet ihr über die Nominierung sprechen. Fangen wir mal an mit der Torhüterin. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also, Mary Earps, goldener Handschuh. Wer kann damit sich oder wer kann damit übereinstimmen? Wer hätte das auch so entschieden? Andreas, du als England-Favorit, naja, Fan. Ja, ich hätte mich auch zwischen Musovic und Erbs entscheiden müssen und muss sagen, nach dem Finale wäre meine Wahl auch auf Mary Erbs gefallen, weil sie meiner Ansicht nach durchs Turnier hindurch die Konstante oder konstant gut war und immer mal wieder wirklich herausragende Sachen gehalten hat. Bei Musovic ist dieses eine Spiel, kann leider nicht mehr sagen, welches das war, aber dieses eine Spiel, wo es so überragend gehalten hat, natürlich jedem in Erinnerung. Aber sie hat in den Spielen danach auch mal zweimal zugreifen müssen oder nachfassen und so. Also es war so, ein bisschen hat es mich erinnert an ihre Leistung bei Chelsea, wo es ja auch in der Liga, wenn sie zum Einsatz kommt, überragend hält. Leider war es im Januar so, da hat sie gegen Arsenal ein überragendes Spiel gemacht. Und dann denkst du, ja, jetzt hat sie sich gegen Berger durchgesetzt und dann macht sie die nächsten zwei Spiele und ist aber nicht so überragend. Also sie hat ein sehr gutes Turnier gespielt, aber insgesamt habe ich Mary Earps stärker gesehen und finde die Auszeichnung auch für sie verdient. Okay, Michael, du warst da so etwas konträr. Ja, also ich habe ja gesagt, auch Earps tolles Turnier gespielt, tolles Finale gespielt. Für meinen Geschmack war Musovic ein bisschen mehr gefordert und hat sich da eben bewährt. Auch im Elfmeterschießen und aber das sind durchaus Nuancen, also das ist bestimmt keine falsche Wahl, Mary Earps da zu nehmen. Aber die Zekira Musovic, weiß gar nicht, wie alt sie ist, ist da, glaube Okay. ich, im Kommen und wundert mich fast ein bisschen. Ich bin ja nicht so drin im englischen Fußball, dass sie da die Nummer 2 ist hinter Ann-Kathrin Berger. Aber ja, der Trainer von Chelsea wird das begründen können. Ich finde, sie hat ein tolles Turnier gemacht und ja, hätte den Handschuh auch bekommen können, aber nicht zwingend müssen. Insgesamt sind die Okay. Torhüterleistungen ja ziemlich gut gewesen. Es gab Fehler, ja, auch krasse Fehler, aber insgesamt ist, glaube ich, ein deutlicher Anstieg der Leistung zu merken, Sprungkraft, Stellungsspiel, Abschläge. Da hat man doch bei manchen früheren Weltmeisterschaften Schlimmeres gesehen. Okay, Alex, Ja. kannst du vielleicht so ein bisschen den Unterschied darstellen zwischen Mary Earps und Minosevic? Ja, Mary Earps spielt halt konstant auf dem höchsten Niveau. Ja. Ja, Ja. wie ich es vorher schon mal gesagt habe, Musovic hat immer wieder den einen oder anderen Ausreißer nach oben, ja, wo sie halt überragend hält, aber in anderen Spielen halt wieder die ein oder andere Unsicherheit mit sich bringt. Ja. Und solche Torhüterinnen und auch männliche Torhüter gibt es, die in manchen Spielen über sich hinauswachsen. Ja. Aber in den anderen Spielen, sage ich jetzt mal, kann auch an Unkonzentriertheiten liegen, ja, weil wenn du immer unter Dauerbeschallung bist, ja, wenn du immer zu tun bekommst, dann ist die Aufmerksamkeit ist viel höher, ja, wie zum Beispiel, wie wenn du, ja, sag ich jetzt mal, alle 10 bis 15 Minuten mal einen Ball auf die Kiste bekommst, ja. Und ich denke, dass sie so ein ist, wenn sie unter Dauerbeschallung ist, unter Dauerdruck, die kann über sich hinauswachsen, ja. Aber sie hat vielleicht nicht die Konzentrationsfähigkeit über 90 Minuten, ja, Okay. die sie hoch. Und Mary Earps ist halt immer dann da, wenn man sie braucht, ja. Also man muss auch ganz klar sagen, das Finale wäre viel früher entschieden worden, wenn Mary Earps nicht da gewesen wäre, ja, zum Beispiel.
sie hat ja England noch sehr lange eigentlich im Spiel gehalten. Ja. Okay, Charlotte, was würdest du so sagen? Was sind die Unterschiede zwischen den beiden? Ja, ich glaube, es ist alles schon gesagt worden. Die Konstanz einfach, ja. Und das ist das auch, wenn ich sie nicht mag, aber das muss man anerkennen, ja. Ich mag ihre Art nicht, deshalb ist das jetzt nicht meine Lieblingsspielerin und wird es auch nie werden, aber man muss die Leistung anerkennen und das ist das, wo ich sage, sie hat es verdient. Diese Okay. Konstanz und da auch Sachen rauszufischen, gegen Kolumbien war das, glaube ich, ein, den die da auch rausgefischt hat. Also das war Weltklasse, das war einfach. Ich glaube, der wäre bei 99% anderer Torhüter wäre der drin gewesen, ja. Und da hat sie einfach die Reaktionsschnelligkeit und auch ein gutes Stellungsspiel auch, ja. Die Sprungkraft, ne, muss man natürlich Ja. auch. Gut. Und wenn man sieht, wie sie sich entwickelt hat, ich meine, die hat ein Jahr in Wolfsburg trainiert, sage ich jetzt mal ironisch, weil gespielt hat sie, glaube ich, vielleicht einmal oder zweimal. Und wenn man dann die Entwicklung sieht, danach, nachdem sie von Wolfsburg wieder auf die Insel zurückgegangen ist, hat sie eine Wahnsinnsentwicklung gemacht. Das muss man anerkennen. Also ich stimme auch überein, dass was wir sagen können, die Torhüterleistungen im Allgemeinen sind also wirklich sehr gut geworden. Sicherlich hat man Fehler gesehen, aber die gibt es bei der Häufigkeit von 64 Spielen. Gibt es das auch in der Bundesliga bei 64 Spielen prozentual gesehen? Nein, das sind egal, Panama, Südafrika bis nach England, die Torhüterinnen haben gute Leistungen gebracht, ne? Also, sie trainieren ja nicht immer alle auf dem höchsten Niveau, das muss man ja auch sehen, ne? Und Ja. dafür war das schon bei der WM war das eine ordentliche Ja. Deuterin-Leistung, ne? Allgemein gesehen. Gut. Also wenn ich da noch an 2015 Kanada denke, das eine Spiel von uns, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, Gambia, Nigeria, keine Ahnung mehr. Also gegen eine schwarzafrikanische Mannschaft. Da hat man gedacht, da steht niemand im Tor, ja. Wo wir auch so hoch 9-0 oder was wir da gewonnen haben und hätten viel höher gewinnen müssen noch. Also von daher hat sich insgesamt die Leistung massivst nach oben gesteigert, durch alle Länder durch. Genau. Gut, haben wir die Torhüterfrage geklärt. Dann kommen wir zum goldenen Schuh. Den hat die Nata Mia Zabe hat den goldenen Schuh gewonnen. Könnt ihr damit überall auch diese Sache ist ja quasi mit den Toren und mit dem Nee. Tor Assist entschieden worden. Ja, und Spielminuten. Also von daher ist das eine reine statistische Geschichte, die nicht beeinflussbar ist. Das ist reine Statistik. Damit ist Alex Popp auf dem dritten Platz mit ihren 4 Toren. In 263 Minuten waren es, glaube ich, ohne Assist. Das ist eine reine Statistikauszeichnung, sage ich jetzt mal. Das hat nichts mit Mit der mag ich oder mag sportlichen, ich nicht zu tun, ja. allein sportliche Leistung zu tun, ne? Ja. Aber trotzdem, die Nata hat natürlich auch ein paar Tore geschossen, ne? Und ein paar gute. Fünf Stück. Ja. Andreas, wen würdest du sowas gönnen in Zukunft? Nee, Mal den Golden Boot. es ist ja rein Ja, statistisch trotzdem. Wer kein. ist in England so ein Kandidat? Nee, da kann man ja nicht sagen, ja. Denjenigen würde ich dafür nominieren oder dem Nee, gönne nee, ich. nee, nee. Es kommt ja immer darauf an, wer schießt die meisten Tore, der gewinnt eben den Golden Boot. Ja. Also, Beth Mead war verletzt, Viv Miedema war verletzt, nicht dabei. Das wären sicher zwei Kandidatinnen gewesen. Sam Kerr hat die ganze Vorrunde verpasst. Ja, aber die Japanerin hat die meisten Tore gemacht, also hat sie es auch verdient. Ja, okay. Nein, es war nur eine Frage, wenn du vielleicht in Zukunft in England sehen würdest, Russo oder wer auch immer, der vielleicht da mal in diese Fußstapfen mit eintreten kann, ne? Ja. Haben wir sonst noch
Eine Ehrung, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich ganz ehrlich Ja. sagen. Jüngste Na, Spielerin oder beste jüngste Spielerin? jüngste Die Spielerin, ja, das Salma. hat, Ja, und Genau. Anteile. Und dann beste Spielerin des Turniers, Bonatti. Ja. Bonatti, genau. Ja. Ich hab leider die Folie nicht hier bei Du mir hast in es doch der hinter Vorlage. dir. Ist doch Ja, hinter aber dir, oder? ich kann es ja nicht sehen. Einfach Ich kann es nicht umdrehen. sehen. Ja. Herr Moso, Zweite, Illestate, Dritte. Ja. Ich kann es nicht sehen. Ich habe Ich es ja gucke nicht in genau meiner Vor drauf, ich habe es also oder nicht in wir meiner gucken alle Vor drauf. ich habe es ja nicht in meiner Vorlage. Ja. Okay, deswegen habe ich ja meine Mitstreiter hier. Ja. Gut. Dann noch irgendwas zu sagen zu den ganzen Nominierungen. Wir sind uns einig, das war eine hervorragende WM mit tollen Zuschauern. Die Fernsehanstalten haben sich positiv geäußert über die Zuschauerquoten. ZDF und ARD sind begeistert, dass die Quoten so hoch sind, trotz ja, der frühen Anschlusszeiten für Deutschland. Wir haben fast 2 Millionen Besucher in den Stadien. Ich habe ein bisschen drüber, ich habe über 2 Millionen, die anderen haben ein bisschen unter. Vielleicht habe ich ja auch was doppelt gezählt. Also 2 Millionen Zuschauer in den Stadien, das ist auch schon etwas, ne? Kann man nicht anders sagen. Und die Begeisterung in Australien, Neuseeland, die ist ja phänomenal, ne? Ja, und man muss auch sagen, es gab auch keine leeren Stadien sozusagen. Also selbst da, wo ein bisschen weniger da waren, waren die trotzdem noch recht gut besucht gewesen, die Stadien. Und das war, glaube ich, auch eher in Neuseeland gewesen, wo der Frauenfußball oder der Fußball im Allgemeinen es noch ein bisschen schwerer hat wie in Australien. Australien gibt es eine Liga, gibt es eine Männerliga. Das gibt es ja alles in Neuseeland nicht. Ja, da spielt die einzige Männermannschaft spielt in der australischen Liga. Und ich glaube, eine Frauenliga gibt es überhaupt nicht. Also von daher ist das, glaube ich, noch bewundernswerter oder noch höher anzusiedeln, auch wie die Zuschauerzahlen auch in Neuseeland waren. Und die sicherlich auch nochmal angeheizt wurden durch die guten Spiele der Neuseeländerinnen. Was ich auch als Fazit sagen möchte, ich hatte wirklich Bedenken, aufgeblähtes Turnier, 32 Nationen muss nicht sein, oder da wird's viele in der Vorrunde viele haushohe Ergebnisse und so weiter geben. Absolut nicht. Gerade die in Anführungszeichen kleineren Nationen haben gezeigt, dass sie die Lücke geschlossen haben. Es gab kaum diese extremen Ergebnisse, und viele der kleinen haben sehr auf sich aufmerksam gemacht. Und wenn man sieht, dass Kolumbien, Nigeria, Jamaika, Südafrika, Marokko weitergekommen sind, das ist doch toll. Und das zeigt, dass eben diese Lücke nicht mehr besteht, sondern ja, da muss man tatsächlich mal sagen, ich fand es richtig, im Rückblick richtig, dass 32 Mannschaften teilnehmen durften. Also für mich ein tolles Turnier, wo wirklich den Frauenfußball auch vorangebracht hat. Das sehe ich auch Ja, und so. ich Noch mal kurz zu den Besucherzahlen. 75.000 Zuschauer, 784 habe ich hier stehen. Dann habe ich hier schon mal stehen 13.142. Schwach besucht waren zwei Spiele mit 6.992, 6.654, 8.834 habe ich noch stehen, 8.117, 8.200. 15, aber dem stehen immer auch Zuschauerzahlen mit 77.000, 75.000, also gegenüber. Das war meistens dann auch in Australien, oder im Finale war es dann eben mit 75.784. Platz 3 waren 49.461 Zuschauer, die da gezählt wurden. Die Halbfinale waren dann mit 43.000 und 77.000, ja. Tolle, tolle Ergebnisse, muss man sagen. ZDF, den spanischen Sieg, haben 5,38 Millionen Zuschauer gesehen. Was haben wir hier noch?
Ja, nutzt jetzt alles nichts, hier die Statistiken nochmal vorzulesen. Ich kann die nachher bei uns in die Gruppe stellen, beziehungsweise zu den Filmen. Es gibt noch eine Umfrage für den Frauenfußball, die gemacht worden ist, und zwar in Deutschland, in England. Man möchte mehr Fußball, Frauenfußball sehen. Also man hat auch da wieder Fans für den Frauenfußball gewonnen. Das werde ich dann auch nochmal zu dem Film gleich nachher packen. Kann sich jeder dann ansehen. Ja, wieder Initialzündung für Frauenfußball auch in Deutschland. Kann man das so sehen? Mit einer kleinen Einschränkung würde ich sagen. Also die elektronischen Medien, Fernsehen, die haben es begriffen, aber es gibt im Printbereich immer noch Tageszeitungen und Fachmagazine, die versuchen, den Frauenfußball unten zu halten. Das ist deutlich zu merken. Das ist hier in der Region bei den Tageszeitungen so. Das hat mit dem deutschen Aus deutlich nachgelassen. Ich fand die Berichterstattung im Kicker heute eine absolute Frechheit über das WM-Finale. Nichts auf dem Titel, nichts im Innenteil auf der Startseite. Und dann diese Umfrage, die da platziert wird, mit 54% haben die WM gar nicht verfolgt. Das ist wieder so ein Versuch, das unten zu halten. Aber insgesamt, die Resonanz im Fernsehen spricht für sich. Auch im Radio wurde berichtet und von daher eine runde Sache, finde ich. Okay. Also was regionale Zeitungen angeht, das mag dann vielleicht an der Rhein-Neckar-Zeitung liegen. Also zum Beispiel bei mir jetzt, außer der FAZ, lese ich ja auch noch das Darmstädter Echo. Und das ist ja so ein Verbund, ich weiß gar nicht, die gehen bis Gießen hoch irgendwie. Also hier im ganzen Rhein-Main-Gebiet, sage ich jetzt mal, vertreten mit einzelnen Regionalausgaben. Und die haben eigentlich durchweg, auch wenn es Sportinformationsdienst Artikel waren, aber sie hatten jeden Tag irgendwas drin gehabt, wenn gespielt wurde. Also Ja, auch das war heute wieder zum Endspiel. also heute auch bei uns eine Seite mit den Statistiken von beiden Finalspielen. Achtelfinale wurde kaum erwähnt und nach meinem Protest hin dann die Ergebnisse und von dem Krimi von Australien war so gut wie nichts zu lesen. Das reine Ergebnis und das geht meiner Meinung nach nicht. Du erfährst dann nicht mal die Torschützen oder Torschützinnen. Und da ist noch Verbesserungsbedarf, aber das ist eine Sache in den einzelnen Redaktionen eben. Wie ist Ja, es ich im denke, das Fortschritt? ist Auf der Ebene, also das Darmstädter Echo oder die Echos, sagen wir jetzt mal im Allgemeinen, die dazugehören zu den Zeitungen, die haben halt einen relativ großen Sportteil und der über die jeweilige Region hinaus auch sehr weit geht, also immer deutschlandweit auch geht. Michael muss Möchte. Weitsprung gucken, ne? Ja, ich würde mich dann verabschieden, gleich zur nächsten WM. Ich muss die 100 Meter der Frauen verfolgen und ja, war nett, wieder dabei zu sein. Wünsche noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Okay. Wie sah die Medienlandschaft in Pforzheim aus? Also ich habe keine Printmedien. Oder Stuttgart, hast du da irgendwas? Nee, ich habe auch keine Tageszeitung abonniert. Kann dazu auch nichts sagen. Ja. In China wird darüber geschrieben. Das wäre mal interessant zu hören. Wird in China noch über die WM geschrieben? Nur solange Japan noch dabei war. Und dann ist Totschweigen Dann angesagt. ist tot schon. Okay, schade. Andreas, du müsstest mir vielleicht helfen. Und zwar geht es nochmal um die Vermarktung der WM, Vermarktung der Spielerinnen. In England habe ich gelesen, da ist ein Kleinfeldplatz eingeweiht worden. Ella June Platz, kann das sein? Habe ich jetzt noch gar nicht gelesen, ist eine Manchester-Spielerin, deswegen bin ich ganz so nah dran, aber kann man das gut vorstellen, weil ja, in England war es
Absolut Thema und natürlich, das ist ja immer mit dem Grund, wenn die Mannschaft so weit kommt. Und die sind eben sehr weit gekommen bis ins Finale und das wird den Boom weiter anheizen auf der Insel. Es werden sehr viele Spiele in den großen Stadien stattfinden und alle, die den Mut dazu haben, werden dafür belohnt werden mit Zuschauerzahlen um 40.000 und mehr. Ja, wenn ich sehe, was an Social Media, an Werbung für die neue Saison schon wieder gemacht wird oder wie auch in den Social Medias alles berichtet wurde, wie BBC und Athletic und Mirror und alles das berichtet haben. Also das ist schon nochmal mindestens zwei Stufen weiter als in Deutschland. Wobei natürlich das Ausscheiden der deutschen Mannschaft da ja, sich negativ ausgewirkt hat. Aber ich denke, dass die Zuschauerschere zwischen WSL und Bundesliga wird weiter auseinandergehen in der neuen Saison. Okay, wobei ich nicht unbedingt glaube, dass das Ausscheiden der deutschen Mannschaft eine negative Wirkung auf das Mädchen, auf die Mädchen- und Frauenfußball hat. Insgesamt kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine Delle entsteht. Zuschauerinteresse, zuschauermäßig, wenn die Leute die EWM verfolgt haben, außerhalb von Deutschland spielen, müsste eigentlich eine Begeisterung rüberschwappen, weil es wirklich tolle Spiele waren. Es waren spannende Spiele, dramatische Spiele, wenn ich nur an diese 20 Elfmeter da denke. Es waren tolle Tore, es waren tolle Paraden dabei. War einfach klasse, das war spitzenmäßig. Also da müsste eine gewisse Begeisterung rüberkommen. Wenn wir das schaffen, in den sozialen Medien auch noch weiter rüberzubringen, denke ich mal, dürfte es am Zuschauer nicht mangeln, nicht so sehr, Charlotte. Also wenn man das so verfolgt, also Wolfsburg hat noch nie so viele Dauerkarten verkauft wie die Jahre davor. Ich glaube, in Frankfurt läuft da gerade an der Dauerkartenverkauf und ich glaube, der ist auch ganz gut. Ich hatte heute mal geguckt gehabt, wie es so aussieht, also zumindest was die Sitzplätze angeht. Also ich glaube, da ist schon noch was hängen geblieben irgendwo. Und ich glaube, dass jetzt viele auch sich nicht jetzt nur aufgrund dessen jetzt von ganz begeistert sein auf nicht mehr begeistert sein, komplett umschwenken. Ja, also sicherlich wird es nicht so sein wie in England, aber das liegt einfach an unserer Struktur, an unserem, ja, Lahmarschigkeit der einzelnen Vereine auch, um das mal vorsichtig auszudrücken, wo man eher Angst hat, dass der Rasen nachher ein Loch hat und man eine Woche später drin hängen bleibt in dem Loch vom Samstag vorher. Also um das jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Und das ist, glaube ich, eher unser Problem. Und dass wir da auch, ob das jetzt München ist mit dem Campus oder auch wir in Frankfurt mit unserem Brentano-Bad, auch irgendwo halt an gewisse Grenzen kommen, einfach zuschauertechnisch. Und es irgendwo mittelfristig, glaube ich, so mittelgroße Stadien fehlen. Also ich sage jetzt mal, in Frankfurt wäre das das FSV-Stadion zum Beispiel, wo du gut füllen könntest, aber ohne Atmosphäre hättest nicht vielleicht mit 20.000 oder 15.000 im großen Stadion spielen würdest, sondern du hättest am FSV-Stadion 15.000 drin und dann hättest ein volles Stadion, was ja, sage ich mal, von der Stimmung her auch sicherlich besser wäre oder ist oder wie auch immer. Also ich glaube, solche Stadien fehlen uns einfach gesamt gesehen mittelfristig. Das ist nicht eine Sache, die jetzt von heute auf morgen. Aber ich glaube, das ist das, wo es vielleicht ein Stück weit hingehen müsste, dass wir von diesen kleinen Stadien da wegkommen. Okay, wo ich noch mal zurückkommen wollte, das war mit diesen Benennungen der kleinen Pitches, der kleinen Plätze. Damit wollte ich eigentlich hier im Talk mal die Vereine anregen, vielleicht in ihren Regionen zu schauen, gibt es einen kleinen Bolzplatz, das ist es nämlich dort, den man zum Beispiel Franzi-Haasch-Platz nennen könnte oder wie heißt sie, Shakira Martinez oder Laura Freigang. So dass die Kinder auf den Laura-Freigang-Platz zum Bolzen am Nachmittag gehen. Das heißt,
Die haben immer irgendwie im Kopf, ach, das ist ja die Laura von Eintracht Frankfurt, da gehen wir heute bolzen. Und so spricht sich das dann auch wieder rum. Das ist ja auch das Ansinnen, der Werbeeffekt in England. Die haben, Ella June ist ja nicht die erste und die einzige, es sind ja schon mehrere Spieler wohl, Spielerinnen, die also die Ehre haben, dort, ja, wo die Plätze also nach deren Namen getauft worden sind. Das wollte ich ein bisschen herausstellen. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein anderes Problem. Wir haben keine Bolzplätze mehr und es wird auch sicherlich, ja, wenn stehen sie irgendwo mitten auf dem Feld, sage ich jetzt mal, wo 5 Kilometer im Umkreis kein einziges Haus steht, weil wenn, beschwert sich gleich der erste Nachbar, wenn da 2 Kinder kicken und einmal laut schreien. Ja. Wir haben, glaube ich, da auch so ein Akzeptanz. Problem in Deutschland ja schon mit normalen Spielplätzen, sage ich jetzt mal. Auch, ja, Ja, das stimmt schon, ne? Aber wo diese die kleinen. Nachbarn sich beschweren oder sich Nachbarn beschweren, wenn ein Kindergarten neben sein Haus oder 3 Kilometer weiter gebaut wird und Kinder schreien. Ja. Also ich glaube nicht, dass das bei uns so funktionieren würde, sage ich jetzt mal. Na gut, okay. Also kleine Gummiplätze gibt es bestimmt. Und wenn ich den Trainingsplatz vom SC Sand benennen nach einer ehemaligen Spielerin zum Beispiel. Also heute gehen wir nicht auf den Gummiplatz zum Trainieren, heute gehen wir auf den Henschau-Platz zum Beispiel. Die hat ja mal dort gespielt oder auf den Ja, Freigangplatz. Ja, sowas zum ich weiß, was Beispiel. du meinst, Ne? Und aber da ich gehen. glaube, das. Ja, also die Probleme mit der Kapazität, dass die kleinen Stadien an ihre Grenzen kommen, das haben wir ja in England extrem. Dass eben Stadien von Chelsea oder Arsenal mit 4.500, 4.000 Zuschauern einfach zu klein geworden sind inzwischen. Und dann ist der Mut da, eben 4 oder 5 Spiele im großen Stadion auszutragen und mit entsprechender Werbung da eben dann 40.000 plus reinzubekommen. Diesen Mut würde ich mal in Deutschland mehr wünschen. Und wenn Charlotte jetzt anspricht, steigende Dauerkartenzahlen in Frankfurt oder sonst wo, also um es mal ironisch positiv zu formulieren, bei Bayern ist der Dauerkartenverkauf in diesem Jahr konstant geblieben. Null. Einen Rückgang zu Also. vermeiden, absolut konstant. Da kann jeder seinen Teil dabei denken. haben sie zumindest keinen Gewinn und keinen Verlust. Ne? Alex, wie sieht das bei euch in China aus? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Mit Vermarktung von Spielerinnen. Gibt es sowas? Dass da irgendwo Plakate sind, dass Plätze vielleicht benannt werden oder wie auch immer. Hier Mädchen- und Frauenfußball ist ja hier nicht, hier gibt es ja keinen Hype nicht. Ja, das ist ja rückläufig. Ja, erstmal mal ganz vor 6,5 Jahren, wie ich hierher kam, war sag jetzt mal, war das Verhältnis 50 zu 50% Mädchen. Okay. Jetzt stehen bei 10% Mädchen, 90% Jungs, ja. Liegt es am Corona? Nee, Ist das liegt nicht noch an Corona. ein Das Problem ist ja, dass hier in China auch immer alles ins Extreme geht. Ja. Das heißt, 2016 wurde ja beschlossen, ja, da wir pushen jetzt den Fußball in China, aber halt den Männer- und Jungenfußball. Ja. Und es war ja so, dass ja China im Grunde hatte ja eine glorreiche Zeit ja im Frauenfußball und sie sind ja vor einigen Jahren ja wieder zurück in die Weltspitze gekommen. Ja. Haben ja wie gesagt, okay, passt ja super, wir sind ja eh wieder zurück, aber sie haben ja nichts betrieben, dass man sagt, man will ja den Mädchen- und Frauenfußball pushen, ja, oder fördern. Okay, gut. Habt ihr noch irgendwas beizutragen? Haben wir noch was vergessen? Dann würde ich jetzt an der Stelle Schluss machen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Talk. Wir haben wieder so einige Sachen hier zur Diskussion gebracht. Wir werden bestimmt wieder Kommentare bekommen, wie üblich halt, ne? Wir können es nicht jedem recht machen, müssen wir auch nicht. Wir haben unsere Meinung, andere haben ihre Meinung. Vielen herzlichen Dank und wir sehen und hören uns. Tschüss. Tschüss.